Haben wir so im Internet gegoogelt, Reisen mit Risiko. War so Inselhopping hier, Salmonellen und so. Ging aber in die Hose, haben uns entschieden für Tourette de Mar. Ja. Die hatten gerade Thrombosewoche, also war ganz günstig. Wir am Flughafen, hin zum Gate, geht gar nicht, ganz hinten. Auch die Kontrollen, haben Sie Waffen mit? Nö, okay. Muss so eine Treppe runter, war so ein Zebrastreifen, wohl links und rechts gucken, ob eine Maschine kommt. Und da hinten stand unsere Boeing AB negativ mit Dachgepäckträger. Hat man noch Glück gehabt, haben wir zwei Fensterplätze gekriegt nebeneinander. War eine sehr schmale Maschine. Wenn der Pilot schon eine Kotztüte in der Hand hat, dann machst du dir Sorgen. So, dann kam er noch in schwere Flatulenzen, weil vor uns hat wohl eine Bohnensuppe gegessen oder was. Ich sag, du alte Sau, steck dir mal einen Korken rein, hör mal. Ich sag, wo kommst du denn her? Er so, I'm a door whistler. Ich so, was? Thüringer. Ja. So walks a rabbit. Irgendwann kam die Stuhl. Dann besuchen wir auch die Kneipen. Wir haben erst unsere Hotelzimmer. Allein uns hat ein Bus am Flughafen geholt und zum Taxistand gefahren. Und der uns dann zu unserem Fünf-Sterne-Hostel. War auf jeder Etage so ein Stern geklebt. Dann El Pendejo. Keine Rezeption, meine Schlüsselleiste stand Kresk an meinem Namen am nächsten, habe ich den Schlüssel genommen. Aufgeschlossen, erstmal die Koffer durch, weil zusammen hätten wir da nicht durchgepasst. Hammer, wir stehen vor dem Bett. Schön so eine Wumm- und Wendematratze. Ich sag so, moin, moin. Ist das Bett nicht gemacht oder wollte einer einen Schwan falten? Ausblick, ein Meter, kam direkt eine Wand, konnte das Meer aber riechen, weil unten haben die Fischabfälle gelagert. Eine Garderobe der Firma Spax, also nur so eine Schraube. Da sagt er zu mir, hör mal, wir haben nur eine Herdplatte. Ich sag, nee, da ist die Mikrowelle, da fehlt die Tür.